Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTube-Insel 3, Freunde. Und ihr seht es gerade im Hintergrund, wir sind nicht connected, denn für alle, die es gestern mitbekommen haben, es gab hier einfach ein Live-Event. Ihr seht es gerade im Hintergrund auch mal eingeblendet, Freunde. Gestern kamen erst so richtig viele Dinosaurier und am Ende kamen Meteoriten und wir wurden einfach alle in die Luft gesprengt. Fragt mich nicht, was da abging. Aber das Ende vom Lied war, der Server war offline mit einem Countdown, Freunde. Und gerade eben ist dieser Countdown abgelaufen. Ihr seht schon, 10 Leute sind drauf und wir connecten jetzt sofort auch drauf. Und oh mein Gott, ich bin so gespannt. Okay, irgendwas wird runtergeladen. Freunde, ganz wichtig, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da auf dieses Video, denn Freunde, heute, ich weiß nicht mal, was jetzt gleich passieren wird. Okay, Freunde, es müsste jeden Moment klappen. Ich weiß nur, Denergy ist jetzt auch gerade schon connect. Okay, Welt betreten. Oder? Ja, es lädt. Bitte sterbe ich jetzt nicht oder spawn in der Luft. Lebst du, Lukas? Hä? Lebst du noch? Hallo? Wo bist du? Was geht? Da vorne. Alter, Bro, was ist hier los? Bro. Ey, weißt du, was ich gerade mitbekommen habe? Irgendwelche neuen Ressourcen sind hier. Oh mein Gott, Evive, was geht? Bro, was geht? Was geht, Jungs? Hey, Jungs, was geht? Habt ihr schon mitbekommen, was passiert ist? Guck mal, was wir haben. Warte, erstmal, Sue. Ich habe noch eine ersatzrote Rüstung. Oh, vielen Dank, Bro. Meine ist bitte, ja wegen diesen ganzen Meteoriten schon kaputt gegangen. Wir müssen uns treffen. Bro, was aber... Was ist passiert? Warte mal, die Blöcke sind so anders, oder? Ja, das ist so alles vereist so irgendwie. Ey, ich kann mich nur noch erinnern, dass irgendwelche Meteoriten gekommen und dann alles kaputt gemacht haben. Warte. Hat nicht gestern oder in Streams wurde nicht irgendwie gesagt, dass das bei den Dinosauriern ja auch so war? Meteoriten kamen und danach war eine Eiszeit? Das ist das Ding, Bro. Und ich glaube, wir haben jetzt andere Monster hier. Vielleicht. Bro, wenn du redest, kommt Dampf. Nein. Ja, das ist mein Hauch einfach. Das ist richtig krass. Oh mein Gott. Wie krass. Ja. Wie geil. Einfach Dampf. Ey, oh mein Gott, Ridan, wir haben Tod. Wir haben tot. Ja, Lukas, Bro, auch. Lukas, ja. guck mal, was Trinan in der Hand hat. Was denn? Eisenspitzhacke. Gibt's Eisen? Oh, Rainy auch! Und Lukas und Denergy, dreht euch mal um. Guck mal da hinten. Seht ihr dieses Monster da hinten? Da, genau da. Dieses Skelettmonster. Ich sehe nichts. Das gibt da in der Ecke. Ich zieh da hin. Lol. Das gibt Verlangsamungspfeile, Junge. Wie der böse guckt. Bro, das hatten wir bei Minecraft Helden. Geil, oder? Jungs, wir können uns... Hab. Oh mein Gott, wir müssen uns direkt ein Schild machen, Jungs. Ey, unbedingt Schild machen, Bro. Wir sollen in die Gruppe. Lass mal kurz in die Gruppe. Warte. Ich glaube, es gibt Stress. Wohnung? Ja? Hallo? Meini, was? Hallo, Lukas, hier auf der Seite. Komm mal, warte mal, mir wird 14 Grad angezeigt. Ja, Bro, es ist kalt. Lukas, kommt mal her. Du musst Rüstung tragen, weil sonst wird dir noch kälter. Hier unten. Was ist da unten? Ja, wenn du in der Nähe von Wärme bist, dann... Aber, warte, ich komm mal weg. Jungs! Mein erstes Eisen! Ich hab keine Spitzhacke leider. Oh mein Gott! Ich droppe dir, weil ich hab nur Gutes in letzter Zeit über dich gehört. Ey, warte, Jungs. Minus. Go, Jungs. Ich hab gehört, dass du dich benehmen kannst jetzt mittlerweile, Denergy. Ja, ich hab ein bisschen Training bekommen von Lukas. Ey, Freunde, ich komm gar nicht drauf klar. Ryan, was geht? Oha, Jungs, die Hunde kommen. Geht ich weiß, also fällt euch nichts auf, Jungs? Ganz kurz. You a wife? Ja? Ey, wo bist du, Amir? Bro, ich bin grad voll überfordert. Was passiert hier alles? Es gibt Eisen jetzt. Krass, wie das hier aussieht. Guckt euch mal bitte um, in was für einem Zeitalter sind wir gerade. Guck mal aufs Meer. Hallo Jungs. Ja, Eiszeit, oder? Ja. Kian, was geht? Ey, ja, was meinst du? Warum wir uns mal wieder treffen? Kian, genau. Oh mein Gott. Zeit gerade. Bro! Eiskrieger! Check dir das nicht in unserem Zeitalter. Ey, check dir, wir durchleben gerade. Wir durchleben gerade die Zeit in Kälte und Ungewissheit, die Ampelkrieger die ganze Zeit erlebt haben, Bro. Alter! Bro! Ja! Oh mein Gott. Und guck mal, Ryan hat sogar Banks dabei. Oh mein Gott. Bro! Bro! Davon distanziere ich mich jetzt, Kollege. Da schneide ich mich. Lass mal ernst bleiben, Junge. Guck mal, was ich in der Hand habe, Denergy. Ja? Bro, einfach Eisensachen. Ey, Alter. Was geht, Bro? Ey, Junge, aber lass mal Denergy jetzt. Warum habt ihr den gekillt? Du hast ihn gekillt. Ja. Wen hab ich gekillt? Nee, ja, Amir hat gekillt. Amir hat mich gekillt und Max gekillt. Ja, aber warum killt ihr ihn, Bro? Ihr habt mich in eine Falle gelockt und dann habt ihr mich gekillt. Nein, guck mal, ich wusste nicht, dass wenn ich den so haue, dass die angreifen. Ich dachte, die greifen an, wenn der mich haut. Ja. Ah! Ey, Junge, pfeift den Köter zurück. Ich kill den Hund. Bro, es sind zwei Hunde sogar. Aber stell dir mal vor, ich hatte so 20 dabei, wie lustig das aussah. Jetzt ist lustig, aber Bro, ihr könnt ihn nicht immer killen einfach. Ich hab dir eine volle Lederrüstung danach gegeben. Ja, aber trotzdem, das macht man nicht.
Ja, nachdem du mich zehnmal gedroht hast und du meinem Kollegen Itachi eine Falle stellen wolltest. Guck mal. Ja, der sagt die ganze Zeit, ich krieg Rache, er wird mich platt machen, er wird mich platt machen. Er lügt, Lukas. Wir machen jetzt unsere Eisensachen ready, oder? Ja, wir gehen jetzt erstmal weg, okay, Jungs, dann Herr Wife, wenn du was brauchst. Wir sehen uns. Dich. Kuss. Warte mal, ich hab mal was für dich, Herr Wife. Eiskrieger. Ich hab mal was für dich. Was denn? Ja, eine Regenerationssuppe. Ich schwöre, ne? Ja, ich hab schon eine, also wenn du die brauchst, kannst du die auch behalten. Nee, warum kriegen die ja dir? Er grimmt ja. Richtig, ja, okay, so. Danke, er macht so. Produzieren den. Easy. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück und pass auf, wenn du unterwegs bist, ne? Nicht, dass du dir wieder ein Messer im Rücken hauen. Tschüss. Okay, komm mit, Bro, komm mit. Ja, lass los. Alter, Bro, wir haben einfach Eisen. Gott. Wir müssen direkt Eisen holen. Bro, checkst du das? Wir sind gerade einfach in der Eiszeit, Junge. Und unsere ganze Rüstung kann jetzt krasser werden. Wir müssen jetzt unbedingt Gas geben. Okay, wir geben, ey, Bro, jetzt sweaten wir richtig rein, okay? Ja, jetzt komplett vorbei. Ich habe so viele gesehen, die unten schon Eisen gefunden haben. Wir gehen jetzt sofort Eisen jagen, komm. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Irgendwo runterbauen. Wir gehen hier runter. Vorsicht, aber hier ist Wasser. Was für Eisen? Ja, was für Trick, Bro. Wir finden jetzt einfach schnell Eisen. Okay. Aber was hat's mit dieser Grad-Temperaturanzahl da zu tun? Bro, ich weiß nicht. Oh, hier unten wird's kälter. Oben war's wärmer auf jeden Fall. Bro, die Meere. Was? Das ist alles komplett. What? Zu vereist, Bro. Alter, ich hätte so gerne unsere Häuser gesehen. Komm, wir gehen weg von der Insel, Bro. Jeder farmt jetzt hier gerade Eisen. Wir gehen sofort woanders hin. Ja. Probier einfach nicht ins Wasser zu fallen. Okay? Alter, mir wurde direkt zwei. Alter, mir ist richtig kalt. Ich verliere Leben, Bro. Ich hab 0 Grad. Wie? Ich glaube, ich verliere Leben, wenn es zu kalt wird. Dann bleib in Bewegung, Bro. Wenn wir rennen, wird uns warm. Da vorne ist die nächste Insel. Komm. Steig ein. Okay, alles gut, ich bin da. Minus 1 Grad. Go. Man friert einfach. Was? Minus 3 Grad? Okay, hier wird's wohl richtig kalt. Minus 4 Grad? Glaubst du, mit Eisen wird uns wärmer? Oh mein Gott, Bro, was ist das für eine Insel? Wir gehen da direkt rein. Vielleicht gibt's auch Pelz oder sowas. Ich sehe Eisen. Ich hab, ja, boah, weiß ich nicht, Bro, Pelz, oder? Ich weiß es nicht. Okay, ich mach kurz Helligkeitsmod an. Von Reini. Okay, ganz wichtige Sache. Wir brauchen jetzt ganz, ganz viel Kohle erstmal. Ja. Holz habe ich genug. Wir brauchen Kohle, wichtig. Und wir brauchen direkt Eisen. Wir müssen uns sofort eine Rüstung machen. Ja. Ich habe direkt Bock. Ich will direkt rein in die Höhlen. Okay. Wir können schlau machen. Warte. Ganz wichtig. Ich hol da oben die 3. Mach du bitte sofort Öfen, okay? Okay. Das ist jetzt deine Aufgabe. Mach sofort Öfen. Hier unten einfach. Was? Soll ich hier unten die Öfen machen? Ja, mach einfach Öfen. Zwei Öfen und Kohle, Bro. Besorg Kohle. Ist ja auch überall. Ich besorg das Eisen. Ich baue mal hier runter direkt. Ja, easy. Okay, Freunde, jetzt geht's einfach los. Wir haben Eisen. Das heißt, ab jetzt. Was? Wirf Holz runter. Ja, hier. Ab jetzt kann auch krass gefightet werden. Man kann jetzt Schilder machen. Eisenrüstung. Wir können jetzt so viel machen. Oh mein Gott, Freunde. Lava-Eimer, Wassereimer. Ab jetzt ist alles möglich. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja sogar auch Dias. Wir gehen runter. Strong, Bro. Wir haben direkt Eisen hier unten. Dauert zwar Ewigkeiten, aber nehmen wir mit. Minus 5 Grad. Okay, ich glaube, hier unten unterkühlen wir. Ach, Digga, das ist Kupfer. Okay. Zack. Und dann hier runter. Zack. Okay, ich mach das erste Eisen. Warte, ich muss das Eisen anfassen. Ich brauch das Achievement. Bro, das Wichtigste, wir machen erstmal 2 Wassereimer, okay? Damit können wir nämlich an jeder Wand einfach hochklettern, ohne dass wir irgendwas brauchen. Bam. Boom! Alter, warte. Let's go. Hey, warte mal, Mann. Gib mir das Eis. Ey! Okay, ich brauchte nur für einen Eimer. Jetzt kannst du machen. Okay. Ich komm, das ist einfach, Alter. Let's go. Okay, da oben ist direkt noch mehr. Bro, was machst du da? Ich baue runter. Okay, können wir auch. Wir holen uns direkt Eisen. Ja, okay, Freunde, erstmal taktisch hochbauen. Hast du das extra mit dem Wasser hier gemacht? Was? Warum ist dir Wasser reingefallen? Heat up quickly. Bro, minus 10 Grad. Okay, wahrscheinlich, weil ich wenig Rüstung habe, Freunde. Hä, ich blick gar nichts. Stirbt man jetzt, wenn einem kalt ist, oder was? Okay, egal. Wir machen instant jetzt erstmal Eisenrüstung. Ganz, ganz wichtig. Alter, was hast du gemacht, Mann? Was denn? Das ganze Wasser ist hier reingefallen. Oh, sorry. Alter. Junge, beruhig dich mal. Ist nur Wasser. Okay, Freunde. Kohle wird jetzt auch erstmal alles abgebaut. Ich sag euch ehrlich, ich hab grad so Alter, Bock da drauf. Eisen, Leute. In der gesamten vorherigen Zeit hätte ich halt Real Talk von jedem kassieren können, Freunde. In Alphastein, egal wer, jeder hätte mich locker killen können. Ohne Schild, ohne Lava, Wasser und so. Das wäre fatal gewesen. Aber ich sag euch ehrlich, alleine Lava-Play und so. Bro, das kann so viel rausholen. Oh mein Gott, ich fühl's ganz anders gerade. Auf der Suche nach einer Höhle. Aber okay, Freunde, wir machen uns direkt mal Schuhe.
Bam. Und dann würde ich sagen, ich gebe jetzt erstmal Vollgas. Wir werden uns equippen. Einmal komplett. Ich will Schwert, Pickaxe, einmal alles aufs Eisen machen. Und dann sehen wir uns wieder. Aber ich denke mal, das sollte relativ schnell gehen. Okay, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es gerade in der Timelapse gesehen habt, aber wir haben direkt übelst viel Eisen gefarmt. Ich habe gerade schon direkt auf der Nebeninsel auch noch Eisen geholt. Wir haben jetzt einmal komplett die Rüstung am Start. Ich habe mir direkt ein Schild gemacht. Wir haben einen Lava-Eimer von einer kleinen Lavaquelle und die ersten Basic-Tools, Freunde. Pickaxen, so machen wir aber noch. Ich würde sagen, okay, warte mal, den Rest brauchen wir nicht mehr. Den ganzen Müll packen wir jetzt erstmal gerade weg. So, und ich glaube, ja, Freunde, Denergy ist in der Höhle. Ich werde gleich noch in die große Höhle gehen. Und da kommt er. Aber boah, dann haben wir zwei Eisenrüstungen. Was geht, Bro? Bro, ich habe richtig viel... Was denn? Kannst du mir eine Spitzhacke machen? Klar. Wie viel Eisen hast du? 20? 40? Ich habe 4. Du hast eine Höhle, oder? Ich habe eine Höhle gefunden, aber ich habe 4... Wie kannst du eine ganze Rüstung schon haben? Wie viel hast du? Bro, ich habe wenig, Mann. Ich habe 4 Stück. Du warst eine halbe Stunde unter der Erde, was machst du denn? Bro, ich hab doch gerade erst die Höhle gefunden, Alter. Ey, der hat eine ganze Rüstung, Junge. Ich glaub's nicht. Ich dachte, ich komme hier hoch und du freust dich. Und dann auf einmal hat er eine ganze Rüstung schon. Wie lange hast du... Was hast du so gemacht? So ehrenlos. Nee, ey, so ehrenlos, ey, ich sag's dir. Gib mir jetzt eine Spitzhacke. Ja, hier, ich hab noch einen Eisen, Bro. Ich geh jetzt runterfahren. Bro, was machst du denn den ganzen Tag? Ja, warte mal, gib mir doch das Eisen. Oder mach dir wenigstens mal Rüstung ein bisschen. Ich hab nicht genug, okay? Ich geh jetzt doch mal runter. Ja, gib her, ich mach eine Pickaxe wenigstens. Junge, du bist so ein Minecraft-Anfänger, Bro. Her mit deinem Eisen jetzt, los. So, ich fahr jetzt auch noch weiter. Ich hab 6 Stück hier. Ja, super. Hey, das geht doch voll. Bro, was macht dieser Typ? Aber gut, Freunde, wir machen jetzt noch schnell eine Pickaxe. Ich mach sogar 2. Ich bring Denergy dann auch direkt ein. Ja, dann helfe ich dem gerade noch ein bisschen unten in der Höhle. So, zack, zack, zack. Und ja, Freunde, dann kann's einfach losgehen. Bro, wir haben jetzt einfach ein Schild, eine Eisenaxt. Wir können jetzt theoretisch auch endlich PvP. Hä? Was geht ab? Was geht, Bro? Moin, moin. Was machst du denn hier? Ja, Eisenfarm halt, ne? Bisschen brennen hier hinten. Nice, nice, nice. Ich guck mal kurz rein. Wie viel hast du schon? Ja, ich bin halt full equipped jetzt, ne? Mit sehr, sehr Axt, nice. Ich muss, Pickaxe, allem. Ich muss das auch noch braten. Bro, wichtig. Gut, Bro. Dann mach ich weiter. Du kannst ruhig hier braten, wenn du willst, ne? Ja, wenn du möchtest und ich kann. Okay, Bro. Nice, nice, nice. Wenn ich einem vertrauen kann, dann dir. Also mach, was du willst. Ich geh kurz runter, ich farm weiter, ja? Okay, bis später. Hau rein, bis später. Pack ein paar neue Öfen rein, okay? Jojo, passt. Boah, Freunde, einfach Sue noch getroffen. Freunde, aber wie krass ist das? Wir haben jetzt mit einer der ersten jetzt schon eine komplette Eisenrüstung. Bro, wo geht's in seine Höhle? Und ich sag euch ehrlich auf korrekt, wir werden jetzt Denergy auch eine machen. Der Junge hat verdient, endlich auch mal gutes Equip zu bekommen. Denergy? Ja, Hilfe! Warum ich Hilfe? Ich sterbe! Wo bist du? Hier unten! Bro! Wo? Hier ist ein Zombie in der Ecke. Oh, oh. Sag mir nicht, du hast einen Warden gespawnt. Nein, noch nicht. Oh mein, was für noch nicht? Du darfst sie niemals spawnen. Hier. Da war so dreimal so. Dumm, dumm, dumm. Bro, was? Ich habe leider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Helme, Lederhelme gemacht. Wie, warum? Aus Versehen, ich habe auf Leder geklickt und habe ich mir 20 Helme gemacht. Ach du Heiliger. Okay, hey, ja, ich muss, Bro. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott, ich dachte... Alles gut, alles gut, okay. Bro, wir müssen ein bisschen Gas geben jetzt, damit du auch deine Rüstung hast. Wir müssen in die Nordenrichtung. Vorsicht, immer sneaken. Ich habe Sue, habe ich getroffen eben gerade, Bro. Ich habe ihm die andere Seite geschenkt. Wie? Weg. Hast du das Geräusch gehört? Ja. Wenn dieser Schrei dreimal kommt, dann spawnt der Warden. Und Bro, wenn du einen Warden siehst, ist es zu spät. Der killt dich sofort. Nein. Was ist ein Warden? Ich habe einen Warden noch nie gesehen. Guck mal, Sneak. Und da unten, das Ding ist das, was schreit. Siehst du das? Sollen wir da hin überhaupt? Sollen wir hier durch? Nee, du, Bro, du stirbst direkt. Ein Warden nimmt dich auseinander. Du darfst gar keinen, überhaupt nichts machen. Okay, komm jetzt. Lass uns hier runterbauen. Die andere Richtung. Oh, wir gehen in die andere Richtung. Komm, let's go. Da ist schon zugegangen. Bro, hier ist doch direkt Eisen. Komm mit, komm mit. Bro, du musst mal lernen, ein bisschen schneller das zu machen. Guck, hier noch ein Eisen. Schneller? Ja, Bro, du brauchst eine Rüstung. Bro, natürlich Rüstung, Digga. Ich habe 20 Köpfe gemacht. Bro, was machst du die ganze Zeit? Ich bin seit 2 Minuten hier und ich finde ein Eis nach dem anderen. Mann, das hätte ich jetzt auch gefunden. Also, das war jetzt unfair. Das war jetzt du hast es aber nicht gefunden. Kommen wir hier lang? Bro,
Wir können es auch aufteilen. Ich fühle mich hier ein bisschen. Also mit ja, der dann kann, noch bleib ein bisschen lieber bei mir, Bro. Am Ende bist du ja, tot. Ja, ich okay, Bro. Aber eine Sache ist jetzt ganz, ganz wichtig. Erst recht, wenn jetzt alle Eisen bekommen. Lederhelme? Nein, keine Lederhelme. Ich hab aber, 20. Brauchst du welche? Nein, ich brauch keine Lederhelme, Bro. Wir müssen uns Gedanken machen, was wir jetzt so teammäßig machen. Wir haben es ja letzte Folge schon mal so ein bisschen angesprochen. Ja, check ich schon, was du meinst. Wir sind halt zu zweit, Bro. Und ich finde auch, wir sollten ein bisschen mehr sein. Und wir haben ja eigentlich gute Freunde. Warte, stell dich mal hier hin. Ja, bau mal über dir kurz ab, den Block einmal. Du willst mich verarschen. Nein, alles gut, Bro. Oh. Ich dachte, da war jetzt Eisen oder so, Alter. Nein. Ja, was er macht Retalk mit mir, dass wir hier Kriegsbesprechung machen und nebenbei will er mich auseinandernehmen. Ja, ich dachte, du erstickst vielleicht. Das wäre lustig. Ja, vielleicht sollte ich auch erstmal eine Eisenrüstung alleine bauen. Hm, wie wär's damit? Bro, was kann ich dafür, wenn du so lange brauchst, hä? Okay, hier war schon einer. Ach, echt? Ja. Ich hätte vielleicht zu nicht die Burg, die Höhle schenken sollen. Bro, Abfahrt, Vorsicht. Komm. Ja, aber was denkst du? Er hat sogar ein Schild schon. Er hat sogar ein Schild. Ich glaube, das alles. Ich laufe immer noch mit Leder rum und einem Stein. Okay, das war die Höhle von dir, oder? Nee, ist eine neue. Ja, oh, über uns, Bruder. Schmeckt. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist nicht gut. Alles gut. Wo bist du lang gegangen? Über uns ist voll viel. Ja, ich baue auch schon gerade ab. Okay, let's go. Okay, jetzt try hard. Also, Bro, jetzt for real, was ich dich jetzt gerade fragen wollte. Hast du noch mit irgendjemandem jetzt wirklich Stress? Weil so Sachen wie mit Amir gerade, Bro, das geht ja auch nicht fit. Aber guck mal, du hast nicht... Du hast ihn mal wieder gedroht, hat er gesagt. Und Bro, oh mein Gott. Amir wird mich niemals anlügen. Nicht. Er würde dich niemals anrügen. Ein Amir würde niemals lügen. Vielleicht solltest du mal ein bisschen deinen besten Freund ein bisschen besser kennenlernen. Denn der hat nicht immer eine gute Seite an sich. Okay, also hast du nicht provoziert. Bro, kam rein und du kennst mich, ne? Wenn ich da reinkomme, dann machen die gerne Späße mit mir, ne? Ja. So wie du auch gerne mit mir Späße machst. Ja. Und dann hat Max halt gesagt, komm mal mit, Energy, ich will dir was zeigen. Mhm. Hat er im Stream gesagt. Ich bin da mitgekommen und dann hat Amir alle Hunde auf mich gesetzt. Okay. Ja, also ich wollte das testen. Ja, witzig, dass ich sein Testobjekt bin. Ich sag euch ehrlich, Freunde, korrekt ist das auch nicht. Ja, Bro, also korrekt ist das nicht, ne? Deswegen, also, ja, wir können cool mit dem sein, aber irgendwann reicht's ja auch. Aber hast du sonst noch Stress mit irgendwem? Nein. Warte. Einen brauche ich noch. Ich hab noch einen. Kidan schreibt, oh mein Gott, neue Tiere. Schere machen wir uns auch noch, falls wir Corpus finden. Jetzt auch noch okay, ich werde mich kurz hochbauen, hochstacken hier. Warum? Ja, für Eisen, Bro. Mach das Wasser doch nicht weg! Achso! Ah! Ja, egal, bleib da, bleib. Guck du unten, Bro. Ich baue hier oben ab. Also als nächstes machen wir eine Rüstung für mich, oder? Ja, Bro. Deine Rüstung ist schon da. Wir haben schon genug. Warte, ich will das auf der Decke. Gleich. Wie willst du das jetzt genau holen? Pass auf. Du musst unten eine Plattform bauen und dann. Bridgen! Nein, probier's lieber nicht, Bro. Okay, ich gehe weiter. Die Tiefe ist unter mir ist. Ich gehe weiter runter gucken. Boah, Langsamkeitspfeile, Freunde. Und weg damit. Okay, Pfeile holen wir alle mit. Sehr, sehr geil schon mal. Aber, okay, ein Langsamkeitspfeil haben wir. Bro, hier sind ja Zombies, Alter. Das kannst du ja keinem erzählen. Ich muss jetzt wirklich langsam eine Entscheidung treffen, Freunde. Soll ich mit Denergy weiter im Team bleiben oder nicht? Das ist wirklich die Frage, weil ihr merkt halt selber, er hat halt Stress zum Beispiel mit Amir. Er versteht es mit vielen Leuten wirklich nicht gut, aber auf der anderen Seite, Bro, mit Hunden und so, das ist auch nicht korrekt so, dass die sich dann über ihn lustig machen. Ich habe mir das jetzt gerade nochmal schnell reingezogen. Die haben halt einfach ausgenutzt, dass er keine Ahnung von Minecraft hat, Bro, und genau deswegen ist er gestorben. Bro, und alleine jetzt schon wieder. Ohne mal ein Wort von einem Mammut erschlagen. Und Amir schreibt, direkt am Ärger machen. Ah, nee, warte mal. Denergy hat auch gefrontet. Denergy? Ja? Ja, warum frontest du im Chat? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ja, Digga. Guck mal, das genau deswegen haben wir jetzt wieder Stress mit irgendwem. Oder man sieht doch nicht wie ein Mammut aus. Das war doch nur Spaß. Bro, das ich schwöre auf alles. Ich hab dich gerade in meinem Video so verteidigt und so, dass die jetzt schon wieder irgendwas machen, weil ich dachte, die haben dich Mammut genannt. Dabei warst du das, Junge. Oh, es ist schlecht. Es ist wirklich schlecht. So, siehst du, ich liebe dich, Odoman. Alles wieder gut. Ja, besser ist es auch. Warum ist alles so dunkel geworden? Ich sehe gar nichts mehr. Wie? Irgendwas ist dunkel, ich höre so ein Geräusch. Bist du im Wardengebiet? Nee. Hä, warum ist alles dunkel geworden? Ist bei dir auch dunkel geworden? Nein. Okay. Ich fühle mich gar nicht sicher hier. Okay, ich höre aber auch keinen Warden.
Okay, drop dein Eisen da in den Dingens. Ich, ja. Brat dein Eisen. Ja. Okay. Wie viel Eisen hast du jetzt? Wie viel ich hab? Ja. Ich hab alles reingemacht. Achso, nee, ich hab grad ein bisschen aufgesammelt. Ich mach dir die Rüstung jetzt erstmal. Ah, okay. Was soll ich mir bauen? Ich mach dir alles, Bro, ich mach dir alles. Also, pass auf. Ich hab generell die letzte Zeit echt lange überlegt, was ich jetzt wirklich mache. Wir machen immer Jokes und so, aber Bro, ich sag dir ganz ehrlich, für mich hat das wirklich keine Zukunft, wenn du immer so viel Beef machst. Okay. So, erstmal das hier. Hinter dir liegt der Helm. Ja! Zieh deinen Helm nochmal aus und guck mich an. Versprech mir wirklich hoch und heilig, dass du keine Scheiße baust. Ich sing kurz mein Lied. Das war ein Gebet, dass es. Ich schwöre es dir hoch und heilig. Okay. Wenn ich's mache, darfst du mich. Ich werde ein Bot spawnen, ein Bett. Und dann wirst du mich töten und ich werde mich immer wieder hinlegen, bis ich eine 100er Marke an Deaths hier auf dem Server habe. Jo, gebongt, nehmen wir. Sobald ich einmal einen Fehler mache. Nein, Bro, guck mal, Spaß hin und her. Ich schwöre, ich vertraue dir dann jetzt. Und ich verspreche dir jetzt dann auch endgültig, dass wir ein Team sind. Ja! Oh, kann das aber, mal bitte klippen? Ja. Aber wirklich, Bro, bitte fall mir nicht in den Rücken. Ich habe das bis jetzt in meinem Leben noch nicht oft mit Leuten so gemacht. Mit Amir, mit Rhiney am Anfang von Helden. Ja. Bro, es ist so wichtig. Und ich werde probieren, das habe ich mir jetzt als Plan gemacht, aber das kannst du jetzt mitentscheiden, weil jetzt sind wir ein richtiges Team. Ja. Dass wir uns vielleicht sogar wieder mit anderen verbünden. Amir ist ja schon mal raus, weil, naja, ich sag mal so, du bist ja nicht ganz so gut mit Amir gerade. Ja. Wobei, das müssen wir wieder gerade biegen, Bro. Amir ist einer meiner besten Freunde. Weißt du, ich wäre ja nicht abgeneigt, dass ich mit Amir vielleicht irgendwann in guten Zeiten bin, aber ich glaube, er will das nicht. Komm mit, wir gehen wieder hoch langsam. Ja, Bro, er will das nicht. Du machst halt die ganze Zeit Stress. Er nimmt mich nicht ernst. Deswegen ist das. Nein, ich glaube, er nimmt mich einfach nicht ernst, weißt du? Er macht einfach die ganze Zeit so mit mir, als ob ich so eine Puppe bin oder so. Okay, Alter, vom Eisen. Ich baue mich hier kurz hoch. Okay, ich danke dir für dein Vertrauen, Lukas. Ey, wirklich, wenn du mich enttäuschst, dann bin ich... Ich werde nie wieder auf dieser YouTube-Insel was mit dir machen, okay? Ich hatte einen groben Plan. Weißt du, wen wir fragen können? Wen? Sue und Tridan halt vielleicht. Du willst wieder da zurück? Ja, Bro, mit dir dann zusammen. Bro, ich sag's... Das wäre krank. Ich sag's dir ehrlich, Sue und Tridan sind Leute, denen ich vertrauen kann. Die sind gut, Bro, was auch sehr wichtig ist, wenn man Leute wie dich im Team hat. Und... Was? Hallo? Ja, was? Nein, Bro, wir müssen uns ja auch wehren können. Ohr. Guck mal, gegen so Leute wie Yami, die eben... Was hat der? Ich war ja beim Farm, ich habe nur so nebenbei mitbekommen. Die wollten Schutzgeld haben? Ja, die wollten irgendwie Eisenschutzgeld, dass wir den Geld zahlen. Das Schutzgeld stecke ich dir in einmal so schön rein, Junge. Yuppie! Also, hä? Was denken die, Bro? Aber das schaffen wir halt nicht, wenn wir zu zweit bleiben. Weißt du, ich meine, wir müssen halt eine starke Allianz bilden. Und, ja, Bro, das können wir halt echt nur mit anderen. Ich muss auch ehrlich sagen, wir sind die einzigen, glaube ich, die zu zweit unterwegs waren, ne? Alle anderen sind halt wirklich schon in Vierer-, Fünfer-Gruppen. Okay, lass wieder runter. Bro, ich sag dir ehrlich, wir haben halt keine Zeit, lange zu überlegen. Also wir müssen jetzt sofort Allianzen bilden, sonst ist es vorbei. Bro, wir brauchen eine Base, wir brauchen wieder... Wir wissen nicht mal, wo wir schlafen. Ja, das stimmt. Wir haben gar nichts. Okay, Wardengebiet, Vorsicht wieder. Kamen wir hier eben raus? Ja, ne? Ich weiß es nicht, ne. Ich glaube hier oben irgendwo. Warte. Ah, doch, ich weiß wo. Ja, da unten ist der Schreiding. Okay, du wartest hier, verstanden? Wo willst du hin? Warte da. Sei vorsichtig. Du? Bro, nicht ins Wardengebiet. Das ist todwichtig. Also ich darf hier nicht draufspringen. Gar nicht, Bro, gar nicht. Hier sind überall Sensoren. Okay, Freunde, wir checken nur ab, ob hier noch irgendwas ist, aber sieht nicht so aus. Wenn die Dinger, guck mal hier, das sind Sensoren, wenn die auslösen... Zombie darf nicht rauf? Nein, das darfst du auch nicht hauen. Digga, okay, von wo kamen wir? Wo war deine Treppe? Komm mit. Freunde, check dir, wie krass das ist. Ich verbünde mich jetzt for real mit Denergy. Wenn du mir in den Rücken fällst, ich schwöre auf alles, dann ist so Game Over. Hä? Ich hab doch gar nichts gesagt. Na, ich sagte, alte Base. Ja, ich will's nur sagen nochmal. Wife, ich halte deinen Rücken. Ich werde niemals in den Rücken jetzt fallen. Jo, das habe ich gemerkt gestern mit Alpha Stein, wo du die ganze Zeit gesagt hast. Ja, das war schon eine Wife. Du hast gesagt, ich soll die Wahrheit sagen. Da habe ich die Wahrheit gesagt. Ja, insofern sollst du die Wahrheit nicht sagen. Wir haben mit ihm Herr gemacht. Jetzt ist alles gut. Junge, ich gebe dir gleich Herr mit meinem Eisenschwert. Und zieh deinen Helm wieder an. Ach so, ja. Ja. Bett.
Boys. So. Oh, es schneit! Ja, Jingle Bell, Jingle Bell, warte. Jingle Bell Rock. Dann wird uns noch kälter. Oh nein. Minus 2 Grad. Wobei, jetzt haben wir Rüstung, das ist schon mal sehr gut. Ach, in so einer kalten, schönen Nacht, du und ich. Zwei Brüder, unterwegs. Wo sind die Mammuts? Nein, ich will keine Mammuts sehen. Wo die haben ohne Mann überschlagen. Guck mich an, dann siehst du... Was? Nichts, alles Gute. Okay, Bro. Wenn du ein Mammut sehen willst, dann guck mich an. Ich hab grad jemanden gehört. Hallo? Okay, nee, doch nicht. Hey, gut, Bro, ich brenne das kurz zu Ende und dann, dann laufen wir rüber, okay? Dann gehen wir los, okay. Okay, let's go. Okay, Freunde, wir haben inzwischen Energy-Sachen ready. Full Eisen, komm. Ja, wir sind bereit, wir können gehen. Hier ist, glaube ich, eh nur noch Müll drin, oder? Erde hol ich mal mit. Die Wolle mit. Fleisch holen wir mit, Eier holen wir mit. Ja, das war's. Und Bambus ein Stick. Holz, warum nicht? Okay, geh weg. Ja. Oh! Alter, wie brutal. Damit kein anderer hat. Okay, let's go. Alter, Tridan, schneit! Tridan hat mir gerade... Achso, doch, eben noch auch schon. Okay, Freunde, also Tridan und Zu haben gerade geantwortet, dass wir zur alten Base kommen sollen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt mal dahin. Minus 300... Oh, wir gehen voll falsch, Bro. Minus 300... Haben wir nicht ein Boot gehabt? Darüber. Bro, es ist minus 5 Grad. Ja, komm. Wir müssen uns beeilen, Bro. Wir sind im Schneesturm. Minus 360 und... Boah, das sind echt noch viele Blöcke und minus 60. Okay, einfach Vollgas jetzt. Full Gas. Boah, minus 13 Grad, Bro. Your temperature minus is really low. Bro, heat up! Oh mein Gott. Wir müssen mehr essen, oder was? Komm her, hier. Du brennst zu viel. Heat up, er macht sich jedenfalls. Ja, aber mir ist wieder warm. Okay, ey, wir müssen uns jetzt beeilen. Haben wir ein Boot? Ja. Spring nicht in Wasser. Komm, rein. Bist drin? Bin drin, go. Alter, was? Da steht immer noch Heat up. Alles gut. Mein Essen geht richtig schnell runter. Okay, komm, runter, weg. Mein Bildschirm ist Eis. Ja, komm her. Mein Herz ist in Eis. Hier? Ja. Und weiter, renn. Renn, so schnell du kannst aufs Festland. Da vorne ist die YouTube-Insel. Okay, komm. Junge Freunde, was geht hier ab? Warum, man erfriert einfach? Oh mein Gott, Leute, wenn ich dadurch sterbe, das war's ja komplett. Okay. Wir geben jetzt Vollgas, aber sind auch jetzt schon da. Oder? Nee, da ist die YouTube-Insel, Bro. Oder ist das hier die YouTube-Insel auch? Ah, okay, doch, ist auch schon die YouTube-Insel. Ja, let's go. Junge, was machst du denn da? Hier! Hallo, wo läufst du lang? Ach so. Komm. Ich dachte erstmal ein bisschen Wärme holen irgendwo. Falsch gedacht. Komm her. Ja. Hier, setz rein. Go. Alter. Okay, rein. Ja. Moin. Was für rein? Moin, wir erfrieren. Können wir bei euch die Wärme holen? Oh mein Gott. Wärme holen? Ja. Bro, wir sind aber frieren. Kommt rein. Danke. Oh, ist das warm. Es ist so warm. Es ist so kuschelig hier. Ja, es ist so kuschelig. Okay. Erfriert man einfach? Ich wusste das gar nicht. Bro, man erfriert sogar. Man kriegt sogar Schaden und so. Ich habe Geschenke für dich. Dankeschön. Hier 2 Cookies. Exe? Ja. Ey, wie geil. Okay. Ey, wir müssen aber direkt weiter. Wir müssen Gas geben. Ey, aber vielen Dank, André. Danke, André. Okay, komm. Bis dann. Ciao. Alter, wir sind fast gestorben, ne? Komm hinterher. Go. Okay, warte, hier steig ein. Moment. Go. Warte, ist der Weg schneller oder der hier? Glaubst du, die haben schon direkt eine Base? Ja. Oh, links, guck! Was? Wow! Mammut! Bro! Alter, der gibt safe heftiges Fleisch. Safe sogar. Wir hätten den mitnehmen sollen. Nein. Digga, wie schnell your man unterwegs ist. Very low. Oh, Vorsicht, weg. Hier rauf? Nee, hier, kommt rein. Und go. Alter, wie krass ist das bitte mit dem Temperature? Weißt du, wo wir sind? Hier war unsere Base. Ja, rechts war unsere Base. Okay. Hier ist eine Brücke. Wir bleiben drauf. Nicht absteigen. Okay. Ah, Mist, hier müssen wir absteigen kurz. Okay. Weg. Bro, das ist insane, wie schnell man hier unterwegs ist. Unnormal krank. Das ist das schnellste Fortbewegungsmittel, Eis und ein Boot. Kennst du ja noch von Minecraft Helden, glaube ich. Ja, okay. Aber jetzt ist es einfach überall, Bro. Wir sind da. Okay, steig ab. Ja. Hallo? Hey! Was geht ab, Jungs? Was geht? Warte, wir kommen direkt hoch. Kommt rein in die Bude, hier ist wärmer. Wir müssen in die Bude, ultra kalt, Leute. Wo seid ihr? Ja, wir bauen uns gerade hoch. Wir kamen unten. Wir kommen gerade hoch. Ach, ich komme unterirdisch, krass. Hier ist es gemütlich, Freunde. Habt ihr schon Full Iron? Ja, klar. Was geht? Boah, lass reingehen, Gott, kommt rein. Was geht? Alter. Ich brenne kurz mein Fleisch, ja? Oh, ja, safe. Was geht, okay. Jungs? Erstmal hier. Was geht ab? Unser Hort, Jungs. Hast du diesen Ort hier vermisst oder was? Dann also, auf jeden Fall.
Ich muss mich an den Ofen, am Ofen ran. Oh. Erzählt krass, mal, ne? Jungs, wie war eure Zeit zu zweit? Habt ihr vieles erlebt? Bro, Lukas, willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? Erzähl du mal. Ich muss sagen, die Bad Boys haben sich gut geschlagen. Tag 1, alles war cool. Tag 2, noch besser. Tag 3, es konnte nicht besser laufen. Tag 4, unsere Base wurde kaputt gemacht. Und Tag 5, wir brauchen eure Hilfe. Also das ist eine krasse Zusammenfassung. Wer hat eure Base kaputt gemacht? Ah, man kann es vielleicht so sagen. Ja, Bro, also Alphastein hat alles abgebaut, aber Alphastein ist kein Problem. Nein. Das kriegen wir auch hin, aber das war super assi. Aber guck mal generell, worüber wir halt reden wollten. Ich habe ja mit Denergy so ein bisschen Solo-Tour gemacht, so wollte ihm ein bisschen was Leute vom Hals halten und so, weil er viel Stress hat am Anfang. Das meiste ist auch geklärt, aber generell, guck mal, jeder hat gerade schon so 5er, 6er, 7er Gruppen und keine Ahnung was. Und wir sind halt alleine. Und ihr seid ja, ich habe auch keinen Stress mehr mit jemandem. Ich alleine. Also Trina und ich haben auch alles alleine gemacht. Krass. Das ist das Ding. Ja, also deswegen. Ich habe auch mit jedem Her gemacht. Was heißt das? Das sagen Leute so auf TikTok. Ich weiß auch nicht, was der will. Die Leute sagen das auf TikTok. Sag nochmal. Her. Aha, okay. Und dann habe ich beherrscht dich. Sorry, das ist, ich habe halt mit jedem alles gut gemacht und jetzt bin ich nicht mehr böse mit jemandem auf dem Server. Ja, das ist doch schon mal gut eigentlich. Okay. Außer Armee. Was? Hallo? Außer Armee. Also mit anderen Worten, du hast dich gut angestellt. Wir sollen uns hier wieder mit dir versöhnen. Ja, es tut mir wirklich leid, wenn ich euch irgendwie beleidigt habe oder so. Das war mir echt nicht. Oha, er hat sich zum ersten Mal entschuldigt, Bro. Das ist krass. Oh also, ich war sehr emotional. Lukas, was hast du mit Denergy gemacht? Das ist nicht Denergy. Ändere deinen Skin und hör auf, irgendwie AI-Programme zu benutzen, nein, Junge. Ich bin Denergy. Denergy HD. Du's? Yeah. Alter, kann ich leider, Lukas, ich kann du hast aus ihm einen Mann gemacht. Ein Mann Bro, bist du geworden. Das Ding ist, meine Muskeln an. Er war meine... ein anderer Mann. Zieh dich aus, der Wife. Zeig deinen Skin. Ich zeig meinen beschissenen Skin auf gar keinen Fall. Zeig deinen Skin jetzt. Junge, der hat dir uns Skins gemacht. Ich sehe aus wie der Gustav. Oh yeah. Hey, warte mal, ich sehe auch so aus, Jungs. Hä? Seid ihr. Wir sind alle aus den Talons. Stimmt. Bro, Trina hat auch Talons. Warte mal, Sio. Sio, wo ist deine Kette eigentlich, Mann? Bro, Cringe ohne Goldkette. Ey, da machen wir auch einen. Also, Jungs, schließen wir uns jetzt zusammen als Vierergruppe hier, oder was? Also, wenn ihr Bock habt, ich sag euch ehrlich, ich glaube, wir haben halt viel krassere Chancen gegen auch jeden anderen, Bro. Weil irgendwer wird hier Faxen machen. Ich bin mir jetzt schon sicher. Jeder weiß, wir sind die Besten im PvP, wir vier. Das ist halt klar wie Kloßbügel. Es war mir gerade so knifflig. Kennst du nicht den Heldengewinner der Energy hier? doch, den kenne ich. Jungs, Spaß beiseite. Wir haben hier Platz 1 Helden. Wir haben hier Platz 2 Helden. Nein, und er ist auch Platz 1. Ja, dann, okay, beide Christoph. Platz 1. Wir haben der Energy, der ja gerade PvP übt. Und den PvP-Trainer. Yeah! PvP-Trainer, let's go, Junge. Also, Jungs, naja, aber jetzt 14, das ist schon krass eigentlich, ne? Also ich würde es hardcore feiern, sag ich euch ehrlich. Ich auch, safe. Also wir müssen aber erstmal an diese Bude arbeiten, Mann, da muss so viel verändern. Bro, sag nichts Falsches, die hab ich selber gebaut. Oh. Ich würde generell mal überlegen, ob wir überhaupt hier bleiben sollten, so, weil vielleicht können wir so einen anderen Spot aussuchen. Wisst ihr was, ich werde jetzt nochmal, also Jungs, wir halten fest, wir tun uns jetzt offiziell zusammen, richtig? Ja, auf jeden Fall, also ich wäre dafür. Also wenn ihr nicht mehr, wenn ihr nicht mehr drüber nachdenken wollt. Ich bin dabei, Bro, ich bin dabei. Ich bin echt, oh, wo bin ich? Oh mein Gott, ich bin auch dabei, Jungs. Oh mein Gott, dann lass uns alle mal irgendeinen Screenshot oder so machen. Machen wir jetzt for real? Ey Leute, verbreitet diesen Screenshot überall, unsere Community soll das überall verbreiten. Wie geil! Der stärkste Clan ist damit aufgewählt. Aber warte, Jungs, wir brauchen einen Namen. Ey, warte mal kurz. Wir nennen uns nicht diese Erdbeerkrieger. Lass die Community entscheiden, oder? In den Kommentaren sollen ihr richtig coole Kommentare schreiben. Ja, okay. Die Zuschauer sollen es in den Kommentaren schreiben. Freunde, schreibt jetzt in die Kommentare. Aber alle, bei jedem Video. Ja, Mann. Save alle noch ein Like und ein Abo da lassen, Junge. Und nach dem Wochenende können wir ja gucken, was am meisten Sinn macht, okay? Ja, okay. Vielleicht haben wir bis dahin ja auch neue Verbündete, weil die das so feiern, weil wir uns viel zusammengetan haben. Keine Ahnung. Also wir vier sind wirklich schon sehr mächtig. Also ich wollte nur kurz sagen, Yami kam eben bei uns in die Gruppe und meinte, ab morgen müssen wir Eisen als Schutzgeld zahlen. Ja. Wahrscheinlich. Aber das Geld werde ich ihm, ich werde ihm das persönlich überbringen, ich glaube. Das gut an. Gut, Jungs, ich würde dann jetzt aufbrechen und einfach mal ein bisschen die Lage abchecken. Vielleicht finde ich einen coolen Ort, wo wir bauen können, okay? Ich versorge noch Eisen und fange auch noch ein bisschen. Ey, genau, wichtig. Wir brauchen geile Orte, wo wir bauen können. Ja. Sehr, sehr geil. Und ey, Jungs, auch für euch ganz wichtig, macht euch Lava-Eimer. Lava-Eimer. Damit euch jederzeit Wasser. Ja, Wasser wie auch. Damit ihr euch jederzeit aufwärmen könnt.
Safe, safe, safe. Okay, Jungs, okay, da würde ich sagen, ich verabschiede mich mit einem schönen Horn. Yeah. Und das will ich auch noch für alle besorgen. Das haben bis jetzt nur Evil für mich, aber das ist dann unser Horn, ja, Mann. Unser, ja, genau. Strong. Und das besorge ich noch für Soon, für Denergy, und dann haben wir das alle. Juhu. Dann wissen, wenn die diesen Horn, wenn die das hören, die wissen alle, der stärkste Clan kommt. Geil. Oh, Jungs, let's go, Junge. Let's go. Wir sehen uns. Okay, easy, rein. Jungs, ciao. Ciao. Bro, sei ehrlich, ist krass. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr lachen. Bro, du gehörst jetzt einfach dazu. Oh Mann, du bist das Clan. Wo denn sonst, Mann? Yo. Bro, sorry. Du bist das allererste Mal in deinem Leben jetzt in einem richtigen Clan, glaube ich, oder? Jetzt, wo du es sagst, ist es wirklich das erste Mal. Bro. Ich werde alles dafür tun. Ich werde der größte Krieger. Und unterschätzt bitte nicht, du hast jetzt eine Macht, Bro. Du hast jetzt Freunde, die hinter dir stehen. Aber verkack's nicht. Droh nicht Leuten ohne Grund. Bevor wir mit irgendjemandem Krieg anfangen, wir werden alles miteinander absprechen. Verstanden? 100%. 100%. Und ich werde auf jeden Fall auch noch mit Armin reden. Bro, ich werde jetzt erstmal... Lass uns doch mal an die Base... wollen wir noch ein bisschen weiter oder sagst du, die wollten erstmal woanders hin? Die wollten erstmal woanders hin, haben die gesagt, ne? Ja. Okay, ja gut, dann bauen wir die Base erstmal noch nicht weiter. Nee. Bro, wir finden... Komm mit, wir finden jetzt einen geilen Ort. Okay. Vielleicht eine geile Insel oder... Weißt du, ich meine... Ja, weil das ist auch ein bisschen zu offensichtlich. Also wir sind echt in der Mitte so komplett. Ja, das ist schon geil, Bro, dass wir zentral sind. Das ist eigentlich cool. Okay, guck mal, lass mal hier runtergehen. Ich bin so hyped, Bro, Alter. Es ist komplett zugeeist. Nicht mal mehr ein Block übrig. Ich bin auch gespannt, was für Kommentare kommen mit den Namen, Alter. Ich finde so einen richtig geilen Namen. Ich hätte auch Bock. Für alle, die es jetzt schon reingeschrieben haben, nein, wir machen nicht die Eiskrieger, Freunde. Eiskrieger war... die Dracheneier. Die fliegenden Drachen. Okay, Bro, aber ich sag dir ehrlich, ich würde gerade noch mal ein bisschen alleine laufen. Ja, ich will auch noch mal mit meinen Leuten reden. Und dann sehen wir uns einfach später. Ey, wenn du angegriffen wirst, Bro, du bist wahrscheinlich jetzt einer der Einzigen mit Rüstung, ne? Pass auf. Okay, bis später. Verkack's nicht, ciao. Tschüss. Freunde, oh mein Gott, ob das eine gute Idee war. Jetzt sind wir einfach mit Denergy zusammen im Team. Aber ich sag euch ehrlich, das kann big werden. Mit Zyu und Tridan zusammen in einem Team. Wenn wir jetzt nicht alles falsch machen, könnten wir zum krassesten Clan auf der YouTube-Insel werden. Wie wir uns aber ganz genau nennen und wo wir unser Grundstück und sowas machen, Freunde, das könnt ihr jetzt noch entscheiden. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Zum Beispiel, was ich, glaube ich, feiern würde, wäre ganz oben eine Stadt oder eine Plattform bauen, so rund um den Berg, dass wir wirklich über allem sind, weil ich hoffe, irgendwann kommen ja auch Elytras zum Fliegen und dies und das, Freunde. Und, boah, da hätte ich schon echt hardcore Bock drauf. Aber ja, Freunde, schreibt eure Meinung in die Kommentare, dann war es das erste Mal mit dem heutigen Video. Haut da rein, macht's gut und Junge Alpha mit Denner, die Team, man kennt ihn. Ciao.